Hallo Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich mache heute für euch wieder das nächste Schminkkörbchen, denn es ist schon ein bisschen her, dass ich das Adeko-Schminkkörbchen gemacht habe. Und deswegen habe ich gedacht, mache ich wieder ein neues. Und zwar werde ich das Thema Kiko nehmen. Ich habe aber ein kleines Problem. Was heißt ein kleines Problem? Ist es eigentlich nicht. Aber bei den Kiko-Produkten ist leider keine Mascara drin. Oder auch kein Mascara, was so fehlt. Oder auch verschiedene andere Farben, die ich ja mal, statt die ich jetzt hier drin habe. Sollte ich ein Look schminken, was zu dem, zum Beispiel zu den Kajalen nicht passt, werde ich das so machen, dass ich ein bisschen ausweiche. Das heißt, wenn ich, sagen wir mal, einen weißen Kajal bräuchte oder einen beigen Kajal oder einen blauen Kajal, werde ich zu meiner Sammlung greifen, dann diesen Kajal benutzen und dann wieder reintun in die Sammlung. Und dann ist das dann nicht so schlimm. Auch was die Mascara anbetrifft, wird es auch so sein. Das heißt, ich nehme mir eine Mascara, was mir so gefällt, dann später, und dann tusche ich und dann tue ich es wieder in die Schublade. So habe ich es mir gedacht. Aber so den Hauptteil habe ich jetzt hier in meine Boxen. Und wir fangen direkt an. Die Standardprodukte kennt ihr eigentlich soweit, weil die benutze ich zurzeit immer. Und zwar habe ich immer noch die Long Lasting Revival de Loop Make-up in der Farbe Natural Rose. Das ist mir zu rosa stichig, und da ich ja etwas brauner geworden bin, nehme ich jetzt immer regelmäßig diesen Color and Care Mixture Make-up. Ne, das ist dann halt so eine dunkle Base und oder halt so eine Mixtur, was man mit der Foundation drunter mischen kann. Man kann aber auch, wenn man möchte, versuchen, mit einem Bronzepuder das auszugleichen. Aber ich habe das hier mal ausprobiert und ich finde es gut. Ich benutze das aber auch als Bronzerunterlage oder als Creme-Bronzer schon mal oder Kontur. Dann habe ich die Allround Concealer Palette von Catrice. Das hier, das ist schon bald leer. Die anderen sind noch nicht wirklich richtig benutzt. Ich weiß jetzt nur nicht, ob ich es danach aussortieren werde oder ob ich ob ich die Farben als Base benutze, weil, wie gesagt, die benutze ich ganz selten. Aber mal sehen. Dann habe ich die Make-up Base von P2 Perfect Face Make-up Base. Das ist die mit den reflektierenden Pigmenten. Und das kann ich auch als Highlighter-Base benutzen oder halt, wie gesagt, auch als Make-up-Base. Ich kann es auch unter der Foundation mischen, dass das noch so einen schönen Glow enthält. Und ich weiß gar nicht, warum ich das schon ewig nicht mehr geholt habe. Ich denke aber mal bestimmt durch diese Tubenart, wo ich wahrscheinlich auch mal gedacht oder gesagt habe, die könnten das mal in so ein, ja, so ein Fläschchen rausbringen. Aber ich habe es einfach mal wieder gekauft, weil ich es nur mal testen wollte. Und ich finde es eigentlich ganz gut. Wie gesagt, wegen der Tube weiß ich nicht, aber ansonsten das Produkt finde ich klasse. Dann habe ich mein Puder von Max Factor. Das ist schon relativ gut aufgebraucht. Allerdings muss ich bemängeln, dass das... Allerdings muss ich bemängeln, dass das ziemlich schnell krümelt. Das heißt, wenn ihr einen Puderpinsel nehmt, wenn ihr auch das Schwämmchen nehmt und ihr versucht, es aufzunehmen und aufzutragen, dann krümelt das ununterbrochen dann auf eure schicken Sachen, und das ist ja auch nicht so toll, und dann habt ihr euch schick angezogen zum Ausgehen, Arbeit etc. und dann habt ihr diese Puderkrümel.
Ich mache es allerdings so, dass ich diesen Deckel zur Hilfe nehme, mir ein bisschen von diesem Puder so auf den Deckel drauf streue und dann kann ich das besser aufnehmen und das dann einarbeiten. Also es klappt ziemlich gut oder besser. Ansonsten nehme ich mir irgendein Tuch, ein Handtuch und lege es dann auf mein Shirt drauf, dass es dann nicht zu extrem wird und ja, das ist das einzige Manko. Dann habe ich die P2 Nagelwachs. Ja, das benutze ich regelmäßig gerne mal so vorm Schminken mal einmal drüber. Das könnte ich auch eigentlich mal machen wieder. Dann habe ich zwei Augenbrauenprodukte, die ich im Wechsel gerne benutzen werde, weil dieser hier zum Beispiel, der ist so ein aschiger Ton. Das ist von Adeco die Nummer 6. So ein aschiger Braunton. Und der von Wet n Wild, der Brunette Do It Better, ist so ein normales Braun. Und ja, das sind, ihr seht natürlich Unterschiede. Aber ich habe ja noch ein Puder zum Ausgleichen. Das ist dann dieses hier von Adeco. Der ist auch so ein bisschen aschig. Das würde dann halt zu beiden vielleicht passen. Mal gucken, ob es klappt. Weil ich habe eigentlich immer nur das Puder genommen, weil es sehr leicht ist und super zum Verblenden ist auf den Augenbrauen. Ja, mal gucken, wie ich das dann wieder hinkriege. Aber mal sehen. Dann habe ich zwei Etagen von der Reihe Kiko an Augenprodukten. Das will ich einmal aufmachen. Moment. So. Dann habe ich zum einen, wie gesagt, meine Kiko-Produkte und zwar meine beiden Kiko-Paletten. Das ist einmal die große. Die habe ich ja damals zuerst gekauft. Und das sind die verschiedensten Farben. Ne, da ist weiß oder Champagner, also weiß, Champagner. Rötliche Töne, Peach-Töne, Pink-Töne in allen Varianten, Grün-Blau-Töne, wie ihr seht. Jo. Ist für jeden Look immer was dabei. Und dann habe ich hier noch die kleine Variante. Nur das sind dann halt diese, das ist dann hier dieses normale Finish, was hier in dem großen ist, hier unten. Und hier sind dann diese Pearl Finishes dann. Ja. Warte mal, wie heißen die nochmal? Infinity Plus Sparkling Shadows. Genau. Und dann habe ich die dann auch noch mit dazu gelegt. Aber die gibt es, glaube ich, nur noch im Internet und nicht mehr im Kiko-Laden. Weil ich wollte mir damals die 9er Palette wieder auffüllen. War aber leider nicht mehr da, nur noch diese neuen viereckigen oder diese rechteckigen Refills, aber naja. Dann, aber ich werde auf jeden Fall von dieser Sorte mir wieder ein paar zulegen. Das sind von Kiko die Pigment Loose Eyeshadows. Einmal die 04 und einmal die 19, die hatte ich mal aus dem Sonderposten gekauft und ja, das ist ein wunderschönes knalliges Orange. Will ich euch mal zeigen. Bäm. Also das ist wirklich bäm. Ja. Und das hatte ich wieder aus so einer Sonderaktion mir damals gekauft. Aber die müssen bestimmt noch von der Reihe oder ähnliche Pigmente bestimmt auch noch mal da haben. Ich hoffe, dass ich irgendwann mal wieder da hinkomme. So, und dann habe ich die Nummer 4. Das zeige ich euch auch mal schnell. Auch so ein schönes Opal. Opal, so ein bisschen. Wunderschön, schimmernd. Ja. Das kann man sehr, sehr gut auch nass auftragen.
Und man braucht sehr wenig davon. Ja. So, dann nehmen wir eben ein feuchtes Tuch. So. Einmal wieder abtupfen. Zack. Dann habe ich hier noch drei Kajale. Also wie ihr seht, es ist nicht für jeden Lidschatten ein Kajal dazu. Aber ich werde, wie gesagt, auch mal ein bisschen ausweichen, denn es gibt ja auch bestimmte Ausnahmen. Und vielleicht kann man die ja auch aufbrauchen nebenbei. Ich werde euch die jetzt einfach mal swatchen. Das sind jetzt diese drei. Das Grüne ist ein schönes Petrol. Die 05. Das Pflaume ist die 03. Und das sind sogenannte Color Definition Eyeliner im Kajal. Die habe ich damals geschenkt bekommen, als ich die Paletten gemacht selbst zusammengestellt habe. Und das letzte hier, dieses schöne kupfrige, das ist aus der Reihe Lasting Position Automatic Eyeliner in Kohl. Das ist die Nummer 04. Ja. Auch wunderschön. Und die sind auch super haftend, weil die, da braucht man echt etwas länger, um die abzuschminken. Dann habe ich eine Highlighter Bronzer-Reihe in meiner Schublade und die ist mir leider kaputt gebrochen. Das war von Kiko der Design Flower and Reach Bronzer. Ich wollte den ja depotten, ist mir leider, wie gesagt, kaputt gebrochen, aber man kann es noch sehr, sehr gut mischen. Ja, habe ich eben halt selbst schuld, ne? Dann habe ich noch von Radiant Touch von Kiko einmal die 100 und einmal die 101. Das sind solche Highlighter-Sticks. Ich wollte eigentlich so einen Bronzer-Stick haben, aber die hatten keinen sehr dunkle. Das ist jetzt die 101. Und das ist die 100. Die haben auch die Verpackung auch geändert. Ich glaube, das war die. Ich glaube, die sind jetzt glänzend. Und die erste war, glaube ich, matt, meine ich, oder umgekehrt. Und das ist die 100. Das ist so ein Champagner. Ja. Ja. Richtig. So. Das waren die. Dann habe ich noch meine Blushes noch. Das sind ja die einmal die gebackenen. Kann ich euch auch eben schnell zeigen. Die habe ich ja depottet für mein Zip-Paletten-Projekt. Sind beide sehr, sehr leichte Farben. Aber die glowen so schön. Also die haben einen schönen Schimmer. Und dann so ein Dreier. Den unteren hier. Der ist auch wirklich wunderbar. Und sobald die Zip-Paletten da sind und ich dann halt wieder neu meine Zip-Paletten bestücke oder neu meine Schminksammlung habe, dann mein Schminkkörbchen, sorry, dann kommen die mit dazu. Ja, aber wenn ihr sehen könntet, wie es jetzt hier noch aussieht, schlimm. Dann habe ich noch Lippenprodukte und dann sind wir auch schon durch. Da habe ich zum einen ein Lipgloss von Kiko, das ist die Nummer 11, das ist ein 3D Hydra Lipgloss. Das ist so ein, ja, Pink mit so einem Goldschimmer.
Dann habe ich einen der ersten Lippenstifte, das ist aus dieser bronzefarbenen Reihe oder so Rose Gold. Nee, Bronze, muss ich erst sagen. Das ist die Nummer 912. So ein Rosenholz. Ich finde das System immer so schön. Hier kann man nämlich draufdrücken und dann runter und dann rausziehen. Und wenn man es nicht gebrauchen kann, dann tut man das hier wieder direkt rein und rastet das ein. Super System. Das hier ist auch ein wunderschöner Lippenstift. Da kann man dann hier oben drauf drücken. Dann kommt jetzt hier rausgesprungen. Und das ist dann so ein, ja, so ein koralliger Ton. Auch sehr schön für den Sommer noch. Das war die Nummer 118. Das ist ein Gossamer Emotion Creamy Lipstick. Ja. Dann habe ich noch die 01. Das war aus dieser Reihe hier. Es ist so ein Nude Ton. Nude Peach. Auch so ein Creamy Lip Gloss. Auch wunderschön. Dann habe ich noch meine beiden Lip Liner, wenn ich die drauf haben möchte. So ein knalliges Pink. Das ist einmal Smart Lip Pencil. Die Nummer 708. Das ist hier. Und die 702 ist auch so ein Smart Lip Pencil. Ist auch so ein Peach. Ja. Genau. So, ihr Lieben. Das war's. Das war so ein kleiner Schnelldurchlauf. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Jo. Jetzt werde ich wieder ein bisschen gucken, was ich noch machen kann. Ich wollte eigentlich meine Schminksammlung umräumen, das heißt, da wo die Lidschatten sind, wollte ich hier rüber packen. Und da wo diese Blushes, Highlighter, Bronzer, so darüber packen. Mal gucken, ob ich da heute irgendwie die Motivation finde. Ansonsten schauen wir mal, was der Tag heute so bringt. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Wir sehen uns im nächsten Video wieder und bis zum nächsten Mal. Tschüss!